Ich grüße euch und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Oder in eurem Fall einen schönen guten Abend. Ich hoffe, ihr habt euren Tag gut überstanden. Es ist ja quasi bald schon wieder Wochenende. Und oh, Manfred Mott ist wieder da, der sich wieder nur am Lachen ist. Oh, sie hat ihr Bett geprüft, oh, dass keine Monster da sind. Wäre jetzt ein Monster da, dann wäre das ja ganz super. So, was wir beim letzten Mal nicht geschafft haben, weil es auf einmal geklingelt hat, der ist der Future, der kam nach Hause, werden wir jetzt prüfen, nachdem wir hier zwei neue Sachen aufgestellt haben zum Unternehmen. Aber erstmal schicken wir hier Phantasius ins Bett. Die Kleine schläft schon und dann gehen wir mal rüber zu Viola. Ups. Komm, zeig dich. Da ist sie ja. Alles klar, tanz mal hier. So. Dann wird jetzt mal hier eine Runde getanzt. Wieso wird sie ausgebuht? Ich hoffe, hier kommt jetzt bald noch ein Barmixer hin. Hat die Schinderei denn überhaupt so lange auf? Ja, ne? Sieht cool aus hier, muss ich schon sagen, mit den... Mit der Couch hier, so. Yeah, guck dir den mal an hier, Vielleicht wechselst du mal dein Outfit in Alltag. Und dann auf den Tisch tanzen, genau, machst du dann auch. So sieht das doch viel besser aus. Das war ja richtig ladylike. Yeah. Das sieht ja schon besser aus hier. Ja, schön Hüftschwung hat sie drauf. Jetzt tanzt sie genauso wie er hier. Die Musik ist nur ein bisschen langsam, wenn ich überlege. Ey, hier ist ein Seifenkistending. Finde ich gut. Und wer bist du? Die machen sich... Oh, da ist auch ein Paparazzi. Oh, auf Theke tanzen. Jetzt geht's ab hier. Josie Kleeblatt, Barmixerin. Da kommt auch schon die Getränkefrau. Ist ja der Hammer hier. Um Autogramm gebeten werden. Ja, die muss eigentlich tanzen hier. Aber die Musik hat was irgendwie. Finde ich cool. Klar, ganz ein Autogramm haben. Oh, wie sie schreit, wie sie sich freut, weil sie ein Autogramm gegeben hat. Ach, guck mal, kann sie dir ein bisschen befragen? Komm schon, das lässt du jetzt schön zu. Das muss jetzt sein. Das muss super, da hat sie Bock drauf. Das ist prima. Super gut. Nein. Muss sie jetzt erst weiter befragen. Und noch ein Autogramm. Ist er gestolpert? Ist das ein Tollpatsch? Ach so, du stehst doch direkt auf sie. Ach so ist das. So ein Lümmel. Da freut er sich auch. Dann befrag sie mal weiter. So, und dann gehst du jetzt gleich mal nach Hause, nachdem du deinen Bericht fertig geschrieben hast. Aber die hat ja auch ein fetziges Kleid an hier, die Josie Kleeblatt, ne? So alt ist zwar relativ alt und Barmixerin, aber... Avantgarde ist sie, aha. Aber es sieht cool aus, muss ich ja mal so sagen, das Kleid. Ja. Cool zusammengestellt. Boah. Komm schon, jetzt sei mal hier nicht so scheiße und bleib mal nicht hängen hier. Mach mal weiter.
Die Musik hat sich auch geändert, also kannst du jetzt weitergehen hier. Jetzt. Jetzt, 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 jetzt. Weiter, weiter, weiter. Tschakka. Da geht's auch schon weiter. Hey, super. Super. Und das ist doch klasse. Worüber können wir denn dann hier geschätzte Hüter? Hauptsache, sie muss hier so einen kleinen Star versuchen zu beeindrucken, weißt du, der... Ach, eigentlich... Ich wollte schon sagen, weil... Oh, Party ist vorbei. Wir schließen. Kannst du dich jetzt hier noch ein bisschen mit ihm unterhalten? Ist er jetzt hier noch irgendwo? Nein, gut, dann nach Hause. Schnell, Viola, ab nach Hause. Du musst nämlich jetzt auch noch ein bisschen schlafen. Oh, die Kleine ist schon ausgeschlafen. Weil du musst gleich arbeiten, ne? Ja, in 4 Stunden. So. Jetzt hat sie runtergeguckt und hat ein Monster gesehen. Klasse. Selina, was machst du denn so ein Quatsch? Lassen wir Selina eigentlich dann dieselbe Frisur? Weil im Teenie-Alter kriegt die auch schon so eine Frisur wie ihre Mutter. Lassen wir die? Oder bekommt sie eine andere Frisur? Mit andere Frisur meine ich halt eine normale Sims-Frisur. Aber sonst sieht die, glaube ich, fast genauso aus wie ihre Mutti. So. Was kann sie denn jetzt noch machen? Hier, das kann sie mal aufräumen. Und die Galaxie absuchen. Vielleicht findest du dann dein Sternchen. Schulbus kommt in der Stunde. Viola muss später arbeiten. Hast du denn noch ein bisschen Schlaf gekriegt? Ja, ein bisschen. Oh, das hört sich aber gut an. Wo ist er denn? Da ist er. Warten wir mal kurz, bis er das fertig hat, die Fähigkeit. Und ab zur Arbeit. Und jetzt hat Celine, glaube ich, heute ihren ersten Schultag, wenn ich das richtig sehe. Und dabei wird sie schon in 4 Tagen zum Teenie. Super, Alter. Oh, 9 schon? Es ist die schönste Zeit im Jahr, das Winterfest ist da. Die heiße Schokolade fließt, das Feuerholz brennt und alle verbreiten Jubel. Ob du Schlittschuh oder Snowboard fährst, überstürze nichts. Du kannst das immer noch im nächsten Jahr verbessern. Sehr gut. So. Erstmal was essen hier. Wir müssen, glaube ich, noch mal was länger warten hier. Bevor es Nachwuchs gibt, weil erst wenn der Winter vorbei ist. Was jetzt? Glückwunsch, Fantasio hat ein neues Rezept gelernt. Oh, Level 9. Nur noch ein Level und dann hat er Kochen perfektioniert, was er sich ja wünscht. Ausgezeichneten Fisch sammeln. Kochkanal einschalten, finde ich, glaube ich, besser. Aha. Können wir ja gleich machen. Kannst ja gleich mal in den Park gehen oder zum Frühlingsfest. Und da kannst du dann mal ein bisschen Gitarre spielen, kannst du deine Fähigkeit verbessern, ein bisschen für Trinkgeld spielen. Es gibt dann, glaube ich, einen netten Aufschub. So, Fernsehen. Partner unterhalten und du neue Freunde finden. Ja, können wir machen. Wir können dich auch noch für eine außerschulische Aktivität anmelden. So, was ich... Ach ja.
umschalten auf ran an den Herd. Zack, hat sich das schon, sich darüber schon gefreut. Und dann gehst du mal in den Park. Hier gehst du jetzt hin. Hier sind nämlich Menschen. Und wo Menschen sind, kannst du dann auch Gitarre spielen. Sobald er da ist. Hier hingehen. Zack, zack. Ah, nee, nicht da drinnen. Hier hingehen. Und dann hier für Trinkgeld spielen. Muss sich ja auch lohnen. Das müssen sich ja Menschen sehen. Und dann hoffe ich mal, dass der jetzt mindestens 4 Leute zugucken. 1, 2... Nee, schade. Oh, du hast leider noch einen schlechten Ruf, mein lieber Freund. Das wird sich hoffentlich später... Selina hat Elfie Walzer in der Schule kennengelernt. Das ist doch wunderbar. Immerhin. So, und dann schauen wir mal, wie wir dich jetzt Schule für außer ne, Ballett oder Fahrt finden. Ballett finde ich gut. So. Oh, muss in der Stunde muss er arbeiten. Dann würde ich sagen. Wow, was ist denn da los? Bitchfight. Und da ist auch... Gehst jetzt erst nochmal schnell zur Toilette. Hallo? Frauen schlagen sich nicht? So was. Oh, 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 da wurde jemand befördert. Prima. Ist befördert worden, schmeckt mir, ist zum Hauptkommissarin befördert worden und erhält Schlüssel für ihren eigenen Polizeiwagen. Das ist cool. Ah, Ecolief, das hat sie sich jetzt erfüllt. Was möchtest du? Schlittschuh laufen. Möchtest du mit ihm sprechen? Oh, Spezialagentkarriere einschlagen. Okay, das wird dann bald so sein, oder? Und du sollst mit Musikern Bandmitglieder, genau. Ja, hast es bald geschafft mit dem Öffentlichen gedemütigt. Oh, geh mal schlafen, Viola. Selina hat sich für die Aktivität Ballett angemeldet. In diesem Kurs werden in erster Linie die akrobatischen und eleganten Bewegungen des Balletttanzes vermittelt. Recht bald kann man dann ein paar tolle Pirouetten zeigen. Super. Das klingt doch toll. Ausflug machen. Ja, schauen wir mal. Jetzt erstmal gehst du jetzt nach Hause, kleine Maus. Und dann musst du nämlich deine Hausaufgaben machen. Hopps, hopps. Nein. Hat nicht wirklich geklappt mit mindestens vier Sims Gitarre spielen. Besten Freund, ja, du hast hier so viele große Wünsche, die müssen erstmal, ja, müssen wir erstmal hier fertig machen quasi. Super, Hausaufgaben hast du geschafft, kleine Maus. Dann kannst du jetzt, nee, die Galaxien absuchen. Weil du möchtest ja einen Logikpunkt besser haben. Und damit das machst, dann wird das hier direkt Wunsch erfüllt. Wunderbar. Prima. Was möchte jetzt werden? Ach, 3 Sachen perfektionieren. Nein, nein. Wir warten, bis du ins Teenie-Alter kommst. Was kannst du denn außer Logik? Logik. Das ist nicht so die Menge, würde ich jetzt mal sagen. Komm. Hat sich bald. Was ist hinter dir? So, 21.30 Uhr. Super, da wurde er auch befördert. Er ist nun Talentsucher.
ist befördert worden. Symphoniekarriere einschlagen, ja, ist doch dein Wunsch. Oh, sie hat etwas entdeckt. Klein weiß Riesenstern. Celine darf ihn jetzt einen Namen geben und hält von der 105. Klein weiß Riesenstern. Wie nennen wir ihn denn? Wir nennen ihn Celines Stern. Ganz kreativ. Hat sich da der Wunsch, super, der Wunsch hat sich auch gleichzeitig miterfüllt. Finde ich klasse. So, klein Celine. Schlafen. Hops, hops. Bei wem klingelt? Bei Viola. So, wie geht es dir? Lieber Fantasius, du musst was essen und zwar machst du mal einen lecker Herbstsalat. Du gehst mal ans Telefon. So, hat sich jetzt auch wieder erledigt. Und dann gehst du duschen und dann gehst du schlafen. Und was macht Viola? Viola, du gehst doch mal. Oh, hier ist ein Hotspot. Geh mal hier hin. Ja, das freut mich sehr, dass sie jetzt einen Stern entdeckt hat. In zwei verschiedenen Bars einen Drink trinken. Drink trinken. So, gehen wir hier in die Schinderei. Was ist das denn? Achso, das ist eine Lampe. So, und jetzt musst du tanzen. Tanzen. Tanzen musst du. Wieso kannst du jetzt nicht auf dem Tisch tanzen? Das verstehe ich aber nicht. Merkwürdig. Wieso darf sie denn jetzt nicht mehr auf den Tisch tanzen? Das finde ich aber blöd. Im Rampenlicht, yay! Oh, sie tanzt aber schon ziemlich sexy hier. Gleich hat sie ihre 3 Stunden erfüllt. Super. Unglaublich, du hast auf der Bühne so unglaublich heiß ausgesehen. Die Clubleitung sieht das genauso. Ihre Einnahmen jedenfalls sprechen für sich. 100 Starpunkte und 1000 Millionen. Das ist doch nett. So, willst du was trinken, Viola? Wie wäre es mit das hier? So, schauen wir doch mal hier ins Tagebuch. Wie viele Zimpunkte man hier noch braucht? Bisschen noch. Okay. Und er? Wie viele brauchst du noch? Okay. Und du? Oh, okay. Bekannte Stars, 2 14 gemachte Fotos bei ihr. Bekannte Stars, 7, als da erhaltene Geschenke, 2, besuchte Bars, 2 gemachte Fotos, 34, gegebene Autogramme, 2, öffentliche Demütigung, 1. Er, 7 bekannte Stars, 1 Rabatt erhalten, 2 Geschenke erhalten, 418 gespartes Geld, 1 Bar besucht, gemachte Fotos, 13, 1 Autogramm und 1 unfalsche Anschuldigung, 1. Aha. Aber auf jeden Fall ist Viola schon mal fast bekannter hier. Unglaublich, da hat sie auch jetzt ihren ersten Rabatt bekommen. Unglaublich, Viola Hansen. Ach was, du musst doch nicht den vollen Preis bezahlen. Normalerweise kostet das 12 Millionen, aber du bezahlst nur 7. So, dann gehst du jetzt mal nach Hause. Ah, hier geht das schon, finde ich schon viel besser, was hier abgeht. In dem Schuppen hier. Finde ich schon viel, viel besser. Und da fährt sie mit ihrem Polizeiwagen. Gibt sich einen Drink und fährt mit dem Polizeiwagen nach Hause. Ach, so.
So, dann gehen wir noch ein bisschen schlafen. Hat sie auch extrem? Sie ist ja sogar ein Partylöwe. Das finde ich ja lustig. Aha. Cool, jo. Ich habe an dich gedacht und war der Meinung, dies könnte dir gefallen. Ruf mich an. Gut, öffne deinen Verstand einen Augenblick, während ich dein Bild male. Du, ich, zusammen, was löst das für Gefühle bei dir aus? Was will er? Ich weiß, dass du aus dem Nichts zu kommen scheint, aber ich finde, du solltest mir eine Chance geben. Mit mir kann man viel Spaß haben und ich finde, wir müssen, würden toll zusammenpassen. Die ist verheiratet und hat schon ein Kind. Mein Gott, das müsst ihr jetzt alle langsam mal verstehen hier. Ist das ein Durcheinander? Wenn Sims mit dem falschen Bein aufstehen, macht sie das maulig. Eine Nacht durchschlafen hebt die schlechte Stimmung wieder auf, wegen Mürrisch-Merkmal. Naja, die hätte auch die tollsten Sachen. Tapfer, okay, aber mag keine Kinder, mürrisch. Total sympathisch hier, die kleine Maus. Ausflug machen. So. Er muss heute noch arbeiten um 17 Uhr. Und du musst auch gleich arbeiten, aber du glaube ich, du kannst mal schreiben. Wie? Muss sie? Hm. Na gut, dann gehst du halt nur duschen. Wegen der schweren Schneefälle am Morgen wurde der heutige Tag zu einem Schneetag erklärt. Deshalb findet heute keine Schule statt. Sehr klasse, hat die kleine Maus jetzt also schulfrei. So, du bist ja am Spielen. So, du recycelst hier noch fix und dann ab zur Arbeit. Und ich verabschiede mich hier an der Stelle. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.